Twitchbait angeln. So twitchst du richtig und fängst dicke Hechte im Winter. Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem heutigen Video. Ich will ehrlich sein, dieses Video gab es bereits schon einmal. Matze und ich haben zusammen auf dem Boot ein cooles Video abgedreht zu diesem heutigen Thema. Das heißt, ich drehe das Ganze nochmal nach, versuche es so gut es geht irgendwie nachzustellen und würde euch mal so ein kleines Inhaltsverzeichnis geben, eine kleine Gliederung, was euch heute hier erwartet. Also zum einen erzählen wir euch, was überhaupt Twitchbaits sind, was es damit auf sich hat. Das nächste ist, wie führt man das Ganze? Wir haben festgestellt, wir haben darüber einen coolen Blogartikel geschrieben, aber Wörter können das alles nicht so genau beschreiben, wie man das Ganze irgendwie führt. Also ich glaube, dieses Thema ist einfach sinnvoll in Sachen Köderführung, dass man dazu ein Video macht und dass man das in animierten Bildern sieht, wie man so ein Twitchbait richtig führt. Und ja, der letzte Punkt ist dann so hoffentlich der Fischfang. Ja, und so ein paar Feinheiten, worauf man achten sollte. So ist das Video aufgebaut und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn es euch interessiert und ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt in diesem Format, dann aktiviert gerne die Glocke, Daumen nach oben und was man nicht alles bei YouTube alles anklicken kann. Wir würden uns freuen, das ist Unterstützung für uns und es zeigt uns, dass wir weitermachen. Machen wir sowieso, aber wir würden uns freuen. Also viel Spaß mit dem Video. So Leute, fangen wir klein an, ohne Angel. So ein bisschen die Theorie. Was sind überhaupt Twitchbaits? Twitchbaits, jetzt komme ich selber schon durcheinander, sind nichts anderes als Wobbler. Hardbaits, Wobbler, also Holz, Kunststoff, harte Köder mit einer Tauchschaufel, also mit denen ihr Raubfische fangen könnt. Was unterscheidet Twitchbaits zu normalen Wobblern? Twitchbaits gibt es als allererstes in verschiedenen Ausführungen, wie den Wobbler auch. Das heißt, eine kurze Tauchschaufel, eine lange Tauchschaufel. Die Länge der Tauchschaufel entscheidet darüber, wie tief euer Köder läuft. Das heißt, je größer die Tauchschaufel, desto mehr Wasserverdrängung und dementsprechend läuft dieser Köder dann deutlich tiefer. Das ist am Anfang wichtig, wenn ihr den Köder auf Tiefe bringen wollt, auf der jeweiligen Tiefe. Genau, dann müsst ihr am Anfang ein bisschen schneller einkurbeln, um den Köder als allererstes auf Tiefe zu bringen, bis dann die Animation beginnt. So, ich habe es schon gesagt, das ist nicht einfach nur wie ein normaler Wobbler, der einfach ganz normal monoton eingeleiert wird, so wie ihr es vielleicht vom Zahnangeln in der Nacht kennt. Oder auch vom Schleppangeln, was auch immer. Diese Twitchbaits wird man mit leichten Schlägen in die Rute, zeige ich euch später, animieren. Und das heißt, die laufen nicht einfach dann gerade, sondern durch diese Schläge brechen die verführerisch nach links und rechts aus und imitieren so ein Beutefischchen, was gerade im Überlebenskampf ist und irgendwie sterbend zu Boden sinkt oder ausbricht nach links und rechts. Das ist der Unterschied vom Wobbler zum Twitchbait. Es gibt verschiedene Varianten, also mit Rassel, ohne Rassel, Flachläufer, Tiefläufer. Das habe ich ja bereits erwähnt, ist durch die Tauchschaufel sozusagen das entscheidet die Tauchschaufel. So, jetzt habe ich es. Genau, und dann gibt es noch, also es gibt drei Varianten, den schwimmenden, den sinkenden und den schwebenden. Ich persönlich habe am meisten Erfolge mit den Schwebenden, mit den Suspendern. Also wenn Suspending draufsteht, dann sind das die schwebenden Modelle. Da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass tatsächlich das Vorfach und Wirbel alles zueinander passt. Wenn ihr einen Schwebenden nimmt, kauft und ihr geht davon aus, ja, der ist ja schwebend, steht ja drauf und haut dann ein, übertreib jetzt mal, ein wirklich heftiges Stahlvorfach mit einem großen Wirbel und ja, einem großen Einhänger dran, dann wird auch der nicht mehr schweben, sondern sinken. Deswegen solltet ihr da ein bisschen drauf achten. Ja, ich hatte gesagt, ich fische überwiegend die Suspender, also die schwebenden, aber auch schwimmende oder auch sinkende haben ihre Berechtigung und durchaus Erfolg. Also ich nutze zum Beispiel an fiesen Steinpackungen, also man kann diese Twitchbaits auch wirklich geil an über die Steinpackung twitchen führen. Dann nutze ich sie auch ganz gern, aber um
einen Köderverlust zu vermeiden, nehme ich natürlich die schwimmende Variante. Auch nachts beim Zanderangeln. Einfach die schwimmende Variante ist bei hindernisreichen Steinpackungen einfach viel, viel besser, weil sobald ihr Kontakt habt, und das ist kein Biss, sondern eher ein Hänger oder eine Steinpackung, dann lasst ihr einfach los und euer schwimmender Köder hebt ab sozusagen, kommt vom Hindernis weg und ihr könnt ihn in der Regel immer relativ gut lösen. Ja, sinkende haben auch ihre Vorteile. Vielleicht ist es gewisse Geschmackssache, aber ich habe das Gefühl, das schwebende Modell kann man einfach am flexibelsten animieren und so ein bisschen mit der Lauftiefe variieren. Also durchaus mal ein bisschen flacher führen, aber wenn es nicht ganz so läuft, guckt man mal kurz und kann es durch ein, zwei schnelle Kurbelumdrehungen auf Tiefe bringen und dann bleibt man auf der Tiefe und animiert dann in der nächsten Tiefe und so kann man deutlich schneller suchen. Also ein klares Statement von mir in Richtung Suspender, schwebend. Und das war es eigentlich schon, so der Unterschied zu den Twitch Baits. Kommen wir zum Führen der Twitch Baits. Ja, ich würde sagen, ich lasse die Theorie jetzt weg oder zeige euch das einfach mal, wie wir das machen. Auswerfen, ganz klar. Dann bringt ihr euren Twitch Bait, also ihr nehmt Spannung auf, dann bringt ihr euren Twitchbait auf die gewünschte Tiefe, indem ihr ein paar schnelle Kurbelumdrehungen macht. Dann ist der Twitchbait auf gewünschter Tiefe. Und dann macht ihr diese Schläge in die Schnur. Wichtig dabei, sobald ihr diesen Schlag, die Animation vollzogen habt, müsst ihr mit der Rolle gleichzeitig Schnur einkurbeln. Dass ihr immer die Schnur auf Spannung habt, sonst verpasst ihr möglicherweise die Bisse oder merkt die gar nicht erst. Das ist grundsätzlich schon mal alles. Also so sieht's aus. Unter Wasser bricht dieser Twitchbait dann nach links und rechts verführerisch aus und imitiert somit ein sterbendes Köderfischlein. Ja, grundsätzlich, wir arbeiten ja immer mit Faustregeln und jetzt sagt man grundsätzlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ja, im Winter sind es lange tiefere Schläge und längere Pausen. Also ihr könnt ihn wirklich lange stehen lassen. Im Sommer darf es gerne ein bisschen zackiger gehen, so wie ich es jetzt gerade mache. Aber warum sage ich das? Ausnahmen bestätigen die Regel. Man muss sagen, Matze und ich haben letztens hier auch an einem knackigen, kalten Wintertag geangelt und wir haben gute Hechte gefangen, aber letztendlich haben sie auf die schnellere Köderführung reagiert. Das war's schon letztendlich zum Thema Köderführung. Merkt euch einfach, im Winter langsamer, im Sommer in der Regel ein bisschen schneller. Ihr könnt richtig mit eurer kurzen, weichen Rute reinschlagen da. Die Schnur sollte immer auf Spannung sein, dass ihr Köderkontakt habt. Ja, und spielt ruhig mal mit den Pausen. Also ihr könnt ihn wirklich 2-3 Sekunden auch mal auf der Stelle stehen lassen, weil das ist der heiße Moment, wo die Hechte dann zupacken. Das bringt auch einen Nachteil mit sich, den erzähle ich euch nachher. Aber wirklich stehen lassen, das wirkt vielleicht für einen Spin-Angler in manchen Momenten irgendwie befremdlich, weil man denkt, man muss den Köder immer animieren. Aber das ist genau der Punkt, wo man sagt, da entscheiden sich die Hechte zuzupacken. Und das ist ein bisschen Übungssache, wenn man sagt, die Schnur muss immer auf Spannung sein, dass ihr den richtigen Moment sozusagen einkurbelt oder die richtige Länge einkurbelt. Aber das habt ihr schnell drauf und dann merkt ihr einfach, wie geil die Bisse sind. Und dass es tatsächlich im Winter eine sehr erfolgreiche Methode ist. Kommen wir zu den Punkten, warum Twitchbait-Angeln gerade im Winter äußerst effektiv ist und auch zu den Nachteilen, die ich für mich so als Nachteile sehe in dem Ganzen. Warum ist das Ganze effektiv? Im Winter, zur kälteren Jahreszeit, fahren die Fische, egal ob es Raubfische sind, Friedfische sind, ihren Stoffwechsel runter. Das Wasser wird kälter, die Fische fahren ihren Stoffwechsel runter und sind nicht mehr so aktiv wie im Sommer. Das heißt, ja, man muss die Fische deutlich länger dazu überreden oder zum Biss animieren. Und wie macht man das am besten? Indem man den Köder lange genug und verführerisch genug in ihrem Sichtfeld präsentiert. Das heißt, der Stoffwechsel ist runtergefahren, die jagen nicht mehr durchs Wasser wie im Sommer nach jedem Kleinfisch hinterher, sondern die nehmen tendenziell
eher größere Brocken, wo sie sagen, okay, ich muss einmal, muss ich mich zusammenreißen und diesen Fisch packen, dann habe ich wieder ein bisschen Nahrung und dementsprechend ist dieses Twitchbait-Angeln durch dieses seitliche Ausbrechen, man leiert den nicht einfach monoton ein und einmal kurz durchs Sichtfeld der Fische, sondern ja, man ist deutlich länger im heißen Bereich, im Sichtfeld der Fische und kann sie, hat einen Moment mehr, um sie zu überzeugen, zuzupacken. Das ist das, warum es gerade im Winter so effektiv ist. Im Sommer kann es genauso effektiv sein, aber wenn man die Fische kennt und sich auf die Jahreszeit einstellt, dann kann man schnell zu dem Entschluss kommen, dass Twitchbait-Angeln im Winter noch einen Zacken effektiver sein kann. Kommen wir zu den Nachteilen. Also im Winter könnt ihr durchaus größere Köder fischen, aber im Sommer doch eher kleiner. Was ich als Nachteil ansehe, jetzt habe ich schon Eis in den Ring. Was ich als Nachteil ansehe, ist, es ist deutlich leichter zu animieren und diese Schnur einzukurbeln, um immer Köderkontakt haben mit einer Baitcast-Rolle. Wer sich aber mal mit Baitcast-Rollen auseinandergesetzt hat, der weiß, je kleiner die Köder, desto teurer die Rolle. Also ihr müsst da schon, es geht dann, wenn ihr diese kleinen Twitchbaits, die nicht viel wiegen, vernünftig werfen wollt, dann braucht ihr schon leider Gottes eine vernünftige Rolle, eine Baitcast-Rolle. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Also es ist ein bisschen kostspieliger. Es geht auch mit einer Stationärrolle, aber in Sachen Köderführung ist es ein bisschen einfacher, das Ganze mit einer Baitcaster durchzuführen. Das ist der eine Nachteil. Der andere Nachteil ist Thema Nachhaltigkeit. Dadurch, dass dieser Twitchbait verführerisch nach links und rechts ausbricht, was nun mal geil ist und wo wenige Hechte widerstehen können, hat aber auch den Nachteil, dass oftmals dieser Twitchbait mit den 2 oder 3 Drillingen sogar quer steht. Die Hechte packen zu und haben dann teilweise beide Drillinge im Maul. Ja, ich habe es leider schon oft gemerkt, dass ein schnelles Abhaken schlecht möglich ist. Also im Vergleich zum Gummifischangeln, wenn man nur einen Einzelhaken zu lösen hat, das ist einfach, aber wenn 2 Drillinge irgendwie hängen, es ist unangenehm und man kann mal in sich gehen und überlegen, ob man vielleicht, wenn man 3 Drillinge drauf hat, dass man vielleicht einen abnimmt. Vielleicht angelt man auch nur mit einem Drilling, Schonhaken, also das heißt ohne Wiederhaken. Irgendwie sowas könnte man sich überlegen, weil das beim Twitchbait-Angeln ist mir als allererstes aufgefallen und ist ja in meinen Augen ein klarer Nachteil, wenn man mal einen untermaßigen Hecht fängt oder im Bereich eines Fangfensters den einfach wieder releasen muss. Das dazu. Also, wir wollen nicht nur die Vorteile aufführen, sondern ihr habt auch ein paar Nachteile dadurch. Das erstmal zu dem Punkt. So, ihr Lieben, das war's leider schon. Ein letzter Wurf wird es noch werden, aber ihr seht's. Das Eis gefriert in den Rutenringen, das heißt, ein Angeln ist nicht ganz so möglich und man macht sich auch auf Dauer Schnur und Ringe kaputt durch dieses ständige Einfrieren. Aber ich hoffe, ich konnte euch das Twitchbait-Angeln ein bisschen schmackhaft machen. Geiler wäre es natürlich, wenn ihr ein paar Fischszenen gehabt hättet. Bis jetzt bleibt es nur bei der Erzählerei, dass Mats und ich gut auf Twitchbaits gefangen haben. Probiert es wirklich mal aus. Es ist eine coole Angelei. Ihr seht zumindest die Fangfotos. Ich werde die irgendwie versuchen einzublenden. Probiert es wirklich aus. Es lohnt sich. Ich habe mich auch lange davor gescheut. Aber es kann manchmal oder es ist zu gewissen Situationen einfach mega erfolgreich. Und es macht vor allen Dingen sehr, sehr viel Spaß. Genug gelabert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß und viel Erfolg am Wasser, wenn es denn noch möglich ist, weil es noch nicht gefroren ist.